Jetzt haben wir halt die Euro-Qualifikation. Ich glaube, da werde ich aber alles schnell simulieren. Wir mussten uns sonst irgendwie nie qualifizieren für irgendwelche Wettbewerbe. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so interessant, dass ich das selbst spielen müsste. Wir sind da in der Gruppe mit Österreich, Irland, Schottland und Portugal. Diese Mannschaft sieht so gut aus von Deutschland. 5-1 gegen Schottland. Champions League geht jetzt dann los. Erstmal natürlich Real Sociedad platt machen. 2-1, let's go, dude. Letztes Jahr waren wir einfach nicht mit drin in dem Wettbewerb. Aber jetzt sind wir wieder mit dabei in der Gruppe mit ausgerechnet Manchester United. Wie heftig ist das bitte? Dass jetzt das erste Spiel gegen unseren Ex-Verein ist. Und dazu noch Fenerbahce und Dynamo Kiew. Das ist schon krass, dass wir jetzt ausgerechnet Manchester United in der Gruppe haben. Direktes Spiel gegen den Ex-Verein. Und jetzt zeigen wir denen direkt, warum wir gewechselt sind. Aber warum stellt der Trainer Koundé nicht als Innenverteidiger auf, Mann? Es wäre so viel besser. Aber nein, Savic muss spielen. Wir gewinnen trotzdem. Ist jetzt, glaube ich, ein Heimspiel, ja? Aber das Spiel in Manchester muss ich eigentlich auch noch dann selbst spielen. Plata kommt über unsere linke Abwehrseite. Der schießt vielleicht. Ne, Windal geht auch dazwischen. Spricht man eigentlich Windal aus oder Weindal oder Broja, der Hobbykeeper. Nochmal rüberspielen die richtig gut. Jadon Sancho könnte schießen, hat keinen Bock. Koundé ist aber halt auch ein guter Verteidiger. Da kommt er nicht vorbei. Jawohl, Koundé. Wegen solchen Abwehrspielern sind wir zu Barca gewechselt. Loco. Wer ist denn Loco eigentlich? Jetzt muss ich den Elfmeter von Loco halten. Ich glaube, der schießt nach links. Der Körper hat, der Kopf hat am Anfang nach links gezeigt, aber er schießt ihn nach links und lupft nach rechts. Da wäre ich sogar fast aufgestanden, um nochmals den Ball zu laufen. Aber hat nicht gereicht. Am Ende gewinnen wir trotzdem mit 3-1 wegen 2 Toren von Torres. Die Frage ist, ist Bilbao ein Verein, der schon so gut ist, dass man gegen den selbst zockt oder simuliert man gegen den? Wen haben wir denn sonst so in der Liga? Also Atletico würde man selbst spielen, Real natürlich, Villarreal wahrscheinlich, Sevilla. Aber viel mehr gibt es gar nicht, ne? Fokussiert gehen wir rein ins Spiel gegen Atletico. Zum allerersten Mal haben wir jetzt das La Liga Overlay auch mit dabei. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Da finde ich Serie A zum Beispiel deutlich schöner. Ich finde auch, dass der Premier League ein Ticken schöner. Wie viele Elfmeter wir halten müssen. Das ist so krass. Sein Kopf hat wieder nach links gezeigt. Deswegen denke ich, dass er nach links schießt. Aber wie donnert er denn den bitte in den Winkel? Ich stehe ja sogar noch richtig, aber das ist ja ein Schuss, den kann niemand halten. Aber es steht 4-1. Also macht euch keine Sorgen. War das gerade auch schon Ritter? Da ist er wieder. Ritter mit dem Lupfer, aber du kommst da nie ran. Du darfst eigentlich nicht aus dem Tor rausgehen, weil dann wirst du immer überlupft. Wenn ich aber im Tor bleibe, habe ich auch keine Chance. Also eigentlich ist es vollkommen egal, was ich mache. Naja, 6-2 gewonnen. Level 33. Wir bekommen wieder 4 Skillpunkte. Was habe ich gerade 33 gesagt? Das müsste doch 38 gewesen sein. Stand da 38 oder habe ich es einfach... Habe ich es gerade falsch vorgelesen oder war das wieder ein Bug? Wir werden auf alle Fälle versuchen hier... Ja, es geht doch nicht. Wir kommen leider noch nicht zu den 5-Sterne-Skills. Aber wir können das hier ja schon mal boosten. Und dann brauchen wir noch einen weiteren Skillpunkt. Und dann können wir uns 5-Sterne-Skills geben, die uns zwar rein gar nichts bringen, aber dann hätten wir sie immerhin. Espanyol Barcelona könnte man eigentlich auch sogar selbst spielen. Muss man eigentlich fast. Ich wollte halt eigentlich echt einen langen Spielerkarriere-Stream machen, aber ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalte, ganz ehrlich. Man kann das nicht so lange am Stück zocken. Es fordert mich zu wenig heraus auf Dauer. Vor allem, es gibt zu wenig Erfolgsmomente. Wenn es halt wirklich mal öfter vorkommen würde, dass man Bälle halten könnte. Ich würde mir halt viel mehr Szenen wünschen, aber dafür schlechtere Abschlüsse. Das wäre halt schon richtig nice. Wenn man das vielleicht auch selbst so ein bisschen einstellen könnte, wie viele Szenen man pro Spiel haben will, da würde ich irgendwie sagen, 10 Szenen pro Spiel. Und dann würde ich vielleicht irgendwie den Computer schlechter machen oder so. Oder am besten wäre es natürlich, wenn das von selbst gehen würde, dass er dann schlechter schießt. 4-0! Wow! Villarreal, Barcelona. Oh, das muss man eigentlich auch selbst spielen. Kommt ja gar nicht hier voran. Ey, wie geil sieht das Stadion eigentlich aus hier? Das ist ja richtig krass. Habt ihr das gerade gesehen? So die Perspektive von der Ecke aus fand ich richtig nice. Gelegenheit zur Flanke für Villarreal. Ja, der läuft wahrscheinlich einfach ins Aus. Ja, so ist es. Let's go, dude. Carlsson spielt ihn da nach vorne. Auf Jonathan David, der uns ja auch bei der WM 11 Meter reingeballert hat. Schon, oder? Ich glaube, der hat, oder was der zweimal verschossen hat. Ich weiß es nicht mehr. Egal, zweimal gewonnen gegen Villarreal. Wir wollen unbedingt diese La Liga gewinnen. Das wird ganz, ganz wichtig. Ich will nicht schon wieder, so wie letzte Saison, aus der Liga rausgehen, ohne den Meistertitel gewonnen zu haben. Gehst du aber in die Bundesliga? Ich würde gerne. Also ehrlich gesagt, schon von Anfang an würde ich gerne zurück in die Bundesliga gehen, seitdem wir da raus sind aus der Liga. Aber wir kriegen ja kein Angebot von Bayern oder Dortmund. Und das sind so die einzigen zwei Vereine, zu denen ich halt gehen würde. Und wer ist er hier eigentlich? Bester Vorlagengeber, Anthony, der Fidget Spinner. Die Investition kommt zurück, oder was? Zumindest irgendeiner ist zurück. Wir machen überall Plus. Wie geil. E-Sports-Team,
10.000 Euro. Ist halt jetzt immer nicht so viel plus, aber auf die Dauer wird sich das schon lohnen irgendwie. Sportakademie 37,5 plus und da nochmal 32,5 plus bei der Musikindustrie. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgerechnet alles. Jetzt haben wir wieder 2 Millionen. Ich würde die direkt halt wieder rausballern für irgendwas. Können wir nicht einfach wieder in die gleichen Sachen investieren, wenn ich hier rausgehe und wieder reingehe? Nee, kann ich nicht. Und wir simulieren erstmal kurz weiter und dann kann ich wieder rein investieren. Weil das hat gerade so gut funktioniert. Genau, Kiew Master 2-2. Nein, spar auf die Yacht. Sparen, nichts ausgeben. Ja, aber ich investiere doch. Da kriegen wir doch dann mehr Geld raus. Das ist ja wie sparen. Wir können immer noch nicht da rein investieren. Wie lange muss man denn da warten? Dann holen wir uns halt irgendwas anderes. Aber ich will halt nicht, dass es 120 Tage dauert. Maximal 60 Tage. Mehr will ich nicht. Komm, dann machen wir hier die Sportartikel. Kleidungsmarke. Da kriegt man halt so wenig raus. 15.000. Das bringt uns halt nichts. Ich muss warten, bis die wieder gibt, die Sachen da. Wir haben auch richtig viele Nationalspieler. Aber gut, wenn man FC Barcelona ist, dann erwartet man das auch. Levante. 2-1 besiegt. Österreich und Portugal jetzt als Gegner für die deutsche Nationalmannschaft. Aber wird wieder beides schnell simuliert. Das sind ja nur irgendwelche Quali-Spiele und normalerweise gewinnen wir die eh. Jetzt kann ich wieder investieren, ne? Komm, wir holen uns jetzt mal das Wohngebäude. Das dauert zwar ewig, aber dafür können wir da halt richtig Geld rausholen, so. Einfach in alles investieren, was es gibt. Ich mach's jetzt einfach blind. Sonst dauert es hier immer viel zu lang. Oh, wir liegen 1-0 hinten gegen Portugal. Am Ende wird's auch ein Unentschieden. Ja, Hauptsache Erste in der Quali-Gruppe, wobei Portugal noch vorbeiziehen kann. Körperpflege und Parfümmarke ist zurückgekommen. Holen wir uns. Wir machen gerade irgendwie überall Rendite. Restaurantkette auch. Aber es wird nicht immer so laufen. Irgendwann werden wir auch mal ein Minus machen. Real Madrid, Barcelona 2-1. Fenerbahce wird mit 3-1 geschlagen. 4-1 gegen Rayo Vallecano. Und dann haben wir sogar mal Atletico als Gegner. Da kann man nicht einfach nur simulieren. Denn jetzt müssen Bälle gehalten werden. Von zum Beispiel Harry Kane. Kane und Joao Felix. Das ist mal eine gute Spitze. So Kane bei Bayern wäre halt schon richtig krass. Ich finde, der war jetzt auch für England wieder so gut in den Spielen. Und so Upamecano, muss ich sagen, generell jetzt bei der ganzen WM, da zeigt sich mal wieder, wie krass gut er ist. Ich glaube, wir haben schon mal über ihn geredet. Ist noch gar nicht so lange her. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, so, er ist der beste Innenverteidiger der Welt aktuell. Kane hat ihm aber schon krasse Probleme bereitet, so. Es war generell ein richtig geiles Spiel. Aber da, finde ich, hat man mal wieder so brutal die Qualität von Kane gesehen. Der ist halt irgendwie immer noch underrated. 1-0 gewonnen gegen Atletico. Halloween! Ich gebe doch kein Geld für Halloween aus. Ich brauche das ganze Geld für meine Yacht und für meine Investitionen auf dem Weg zur Yacht. 3-2. Barca gegen Las Palmas. Barcelona gegen Fenerbahce. 1-1. Ja, soll trotzdem reichen, um weiterzukommen. Elche ist das jetzt der nächste Gegner, glaube ich. Wie spricht man die eigentlich richtig aus? 2-1 besiegen wir die. Oh, wir haben mal Verlust gemacht beim E-Sports-Team. Aber es ist halt dann halt einfach fast gar nichts. Bei Handy-App bekommen wir unser Geld einfach wieder 1-1 raus. So, dann gehen wir wieder überall rein, wo wir reingehen können. IT-Startup. So, nichts geleistet im Leben, aber schon am Business durchhassen hier. Jetzt erst Valencia und dann wieder Manchester United. Ich werde beides jetzt mal selbst spielen. Ja, ein Elfmeter hat natürlich noch gefehlt. Harry Wilson ist das. Wie bist du denn bei Valencia gelandet? Ich glaube, der hat nach links geschaut. Der hat am Anfang nach links geschaut, aber er lupft ihn eiskalt in die Mitte. Was ein frecher Dachs. Wir gewinnen trotzdem. Ist mir egal, was du machst, Harry Wilson. Am Ende kommt Osimhen, bombt zweimal. Kessié, unser Kapitän, schlägt zu. Jetzt spielen wir im Old Trafford gegen den FC Barcelona. Das muss ich einfach selbst spielen. Wir kehren zurück an die alte Wirkungsstätte. Manchester United gegen Barcelona. Mittlerweile gar kein so ein ultimatives Topspiel mehr, aber so vor ein paar Jahren war das wirklich so das krasseste im Fußball, was es gab. Und vor ein paar Jahren heißt wahrscheinlich irgendwie so vor 15 Jahren oder so. Boah, Abschluss. Ich halte einen Ball. Das ist unglaublich. Das war so ein bisschen eine Showparade, weil den hätte man, glaube ich, auch einfach sicher fangen können, aber es sah gut aus. Diallo wird jetzt reinflanken. Ich stelle mich schon mal so hin, dass ich die Flanke auch ganz entspannt runterfangen kann. Gar kein Thema. Das boostet leider meine Spielerbewertung wieder nicht. Und kann es sein, dass die sowieso immer festgefroren ist? Da steht, glaube ich, immer 6,0. Also klar, wenn man jetzt komplett selbst zockt, dann ist die nicht festgefroren. Aber ich habe das Gefühl, dass die in den Highlights immer erst am Ende vom Spiel angepasst wird und während dem Spiel sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Ja, natürlich kannst du nichts machen. Aber wir beginnen trotzdem mit 3-1. Torres, Magra und Osimhen. Wer ist dieser Magra? Osasuna, Barcelona geht 0-5 aus. Heiliger. Ach, den Magra wollte ich mir eigentlich mal genauer anschauen. Wer ist dieser Magra? Da ist er. Das ist ein Rechtsverteidiger. Portugiesischer Rechtsverteidiger, der 24 Jahre alt ist. Zum ersten Mal hätte ich jetzt gesagt, vielleicht irgendwie Cancelo Region, aber kann ja nicht sein, weil der kann ja Linksverteidiger auch noch spielen. Vor allem wäre der dann viel besser. Und es ist ja auch ein echter Spieler. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist kein generierter Spieler. Hä, wir haben nicht einen generierten Spieler im ganzen Kader? Wie krass ist das denn bitte? Ist aber auch nicht unbedingt positiv, dass wir keinen haben. Weil wenn wir halt welche hätten, dann wären das potenziell irgendwie krassen Regens. Und wir haben bald Level 39. Auf Level 39 bin ich auf alle Fälle gehypt, weil dann können wir uns die 5-Sterne-Skills holen, die wir nie benutzen werden, aber wir haben sie dann auf alle Fälle. Wieder mal 50k plus gemacht. Oh, hier haben wir mal ordentlich Minus gemacht mit der neuen Restaurantkette, die wir eröffnet haben. Getafe wird natürlich schnell simuliert. Das ist eh klar, gewinnen wir mal wieder. Wie sieht eigentlich die Ligatabelle aus jetzt? In der Champions League sind wir auf alle Fälle schon eine Runde weiter. Da geht es jetzt nur noch um den Gruppensieg. Und in der Liga sind wir Erster mit 13 Punkten Vorsprung vor Real Madrid. Wir haben jedes Spiel gewonnen, bis auf eins. Da haben wir
unentschieden gespielt. Und die reden hier von einer dürftigen Trainerleistung. Barca gegen Kiew. Ich hoffe, ich trigger auch irgendwelche Zuschauer auf YouTube dann extrem damit, dass ich immer Barcelona sage. Aber ich glaube, man sagt es ja auch so. Der nächste Sieg in der Liga hoffentlich gegen Celta Vigo. Jawohl, wichtig, Osimhen. Das ist das letzte Spiel im Dezember. Das ist das letzte Spiel im Dezember. Wir spielen nochmal gegen Sevilla. Und dann ist die komplette Hinrunde durch. Wir feiern noch Weihnachten und wir hauen jetzt mal so richtig raus mit der Weihnachtsbenefizparty, die 50.000 Euro kostet. Aber was ist das schon? Wir können es uns leisten, dank unserer Investitionen. Jetzt aber erstmal das Duell gegen Sevilla. Das ist das letzte Spiel vor der Januar-Transferperiode. Wir werden bei Barcelona bleiben. Das ist eh klar. Es läuft bis hierhin richtig gut. Wir haben die Chance auf die Champions League. Wir haben die Chance auf die Meisterschaft. Wir grinden auf Level 40. Wir grinden auf unsere Superjacht. Das sind die Ziele, die wir noch haben hier in dieser Spielerkarriere. Und die könnten wir echt alle erreichen hier beim FC Barcelona. Und wir könnten sie theoretisch schon diese Saison erreichen. Ich glaube nur noch, dass das mit der Yacht nicht funktioniert. Also könnte es auf noch insgesamt 1,5 Saisons bei dieser Spielerkarriere hinauslaufen und dann wäre Schluss. Dann würde ich meine Karriere beenden und Trainer werden. Schreibt mir gerne auch auf YouTube so eure Meinung dazu rein, falls ihr dazu irgendeine habt und ob ihr überhaupt eine Trainerkarriere sehen wollt und so weiter. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe einfach überhaupt nicht aufgepasst. Das war jetzt sogar mal ein richtiger Torwartfehler. Wir haben 5-1 gewonnen, also nicht schlimm. Aber das hier muss ich mir nochmal anschauen. Wie ist das denn passiert? Einfach komplett aus dem Tor rausgelaufen. Naja, ist nicht schlimm, weil wir eh trotzdem gewinnen. Osimhen ist nicht Top-Torschütze in der Liga, weil Torres auch 13 Buden hat. Kessier hat einfach 9 Tore geschossen. Kane hat 15 und Vinicius hat auch 15. Mann, und ich hätte gerne noch Level 40 jetzt. Erstmal Level 39. Aber wir werden es nicht erreichen. Die Januar-Transferperiode bricht an. Wir spielen gegen Betis. Schauen wir nochmal in die Aktivitäten rein. Denn da können wir irgendeinen Neuzugang begrüßen. Wen haben wir geholt? Timber. Timber ist nice. Dann können wir die Investitionen noch schnell durchgehen. Wieder Minus gemacht. Warum ist die Handy-App jetzt angeblich neu? Die Handy-App ist schon ewig da. Wahrscheinlich heißt es neu, weil ich wieder rein investieren kann. Dann war der Aktienmarkt wahrscheinlich auch nicht neu. So, wir holen uns wieder alles. Das Einzige, was wir wirklich nicht haben, sind die erneuerbaren Energien. Sonst haben wir alles am Start. Oh, ein geiler Transfer. Und jetzt kann Koundé gerne Rechtsverteidiger spielen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Spiele dann die ganze Zeit als Rechtsverteidiger. Scheiß mal auf Livramento. Wer braucht den schon? Und holt gerne noch ein paar weitere gute Spieler dazu. So ein weiterer Flügelspieler wäre krass. Oder ein weiterer Stürmer, weil wir jetzt nur noch Zierich. Wir haben scheinbar André Silva verkauft. Ist auf alle Fälle immer Bewegung drin im Kader. Freunde, war's das. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Es ist nur ein entspannter Klick und es hilft mir wirklich extrem weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernaya.